haben im 2005 angefangen mit der Hirschhaltung. Ist entstanden durch einen Zeitungsartikel in einer Fachzeitschrift, Wild nach Platz in der Nische. Und dann haben wir uns damit befasst. Und ja, wir sind fasziniert gewesen von Anfang an für die Hirsch. Wir setzen auf Hirschhaltung, weil wir der Meinung sind, dass es ein Tier ist, das nicht überall gehalten wird. Also es ist etwas Exklusives und etwas ist, wo nicht so viel Arbeit gibt. Wir haben im 2005 angefangen mit 10 Kühen und einem Stier. Und eine Fläche haben wir von Anfang an eingehakt mit etwa 3,5 Hektaren. Und auf dem haben wir aufgebaut und sind jetzt nach 15 Jahren auf einen Sumo-Bestand oder Vegetationsbestand von 150 Tieren. Das sind etwa 40 bis 50 Adulttiere mit 2 Generationen Jungtier auf 5,5 Hektaren. Der Jahresablauf der Hirsch gestaltet sich so, dass im April die Stiere die Stangen abwerfen. Dann im Juni, Juli folgt die Setzzeit, wo die Kühe ihre Kalber auf die Welt bringen. Im August ist dann das männliche Geweih ausgewachsen und der Bast wird gefegt und das neue Geweih erstrahlt im neuen Glanz. Dann im Oktober sind zuerst die Prunftkämpfe, dass man weiss, welches das eigentlich der Stier ist, der die Kühe deckt. Dann Mitte Oktober bis im Dezember ist die Prunfzeit, wo die Kühe entdeckt werden. Und im Frühling fangen dann die weiblichen Tiere an, oder die Büche anwachsen mit den Kalbern im Bauch. Und so ist eigentlich der Kreislauf dann wieder geschlossen. Die grösste Herausforderung ist eigentlich, dass man ein Gehege kann realisieren kann, rein von der raumplanerischen Sicht her. Dann von der Eignung her, vom Gelände, das man zur Verfügung hat. Und dann schlussendlich natürlich auch die finanziellen Aufwände, die am Anfang nicht zu unterschätzen sind. Zum Anfang ist es halt relativ eine kostenintensive Investition. Und die ersten 2-3 Jahre fällt kein Fleisch an. Also man hat 2-3 Jahre, eigentlich, bis man dann mal das erste Fleisch im Verkauf hat. Und erst dann kann anfangen, die ganzen Investitionen amortisieren. Ich bin der Meinung, dass die Zukunft von der Hirschhaltung noch Potenzial hat. Wir haben einen grossen Importanteil und darum ist es eigentlich gut, jeder, der die Möglichkeit hat, zum Anfangen mit Hirsch, soll das machen. Der macht wieder Werbung und ja, so hat eigentlich jeder wieder, muss noch weniger Aufwand betreiben, dass das gesunde Hirschfleisch an den Konsument gelangt. Themen, die nicht so bekannt sind, erstaunen mich immer wieder. Zum Beispiel gibt es die Illusion, dass die Tiere, die ein Geweih haben auf dem Kopf, Hirsch sind und die, die kein Geweih haben, dass das Reh sind. Das ist aber nicht so. Bei den Hirschen ist es so, dass die weiblichen Tiere kein Geweih haben. Das ist die Hirschkuh. Dann gibt es die Hirschtiere und die Nachkommen sind die Hirschkalber. Und bei den Reh ist es der Bock, die Geiss und das Kitz. Die, die das Bambi halt ein bisschen zu gut gelesen haben, wo ja der Vater ein Hirsch ist und die Mutter ein Reh, dass das dort ein Bambi gibt, darum ist es ein Märchen, weil das funktioniert nicht.